Das Akademische Auslandsamt der Universität Leipzig betreut jährlich bis zu 2700 ausländische Studierende. Diese kommen aus 130 Ländern. Dazu gehören neben Studierenden, die einen Studienabschluss anstreben, auch Austauschstudenten, Promovierende und Teilnehmer des Studienkollegs. In der ehemaligen DDR lag die Verantwortung für die ausländischen Studierenden beim Direktorat für internationale Beziehungen. Die politische Wende von 1989 brachte viele Veränderungen mit sich. Aus der Karl-Marx-Universität wurde wieder die Universität Leipzig. Damit verbunden gründete sich 1991 das Akademische Auslandsamt. Es entstanden neue Kooperationen mit Hochschulen in der ganzen Welt. Ein Wandel, der die persönlichen Erlebnisse und Eindrücke der Mitarbeiter und ausländischen Studierenden bereicherte. Das erste Mal, dass ich über Leipzig gelesen habe, war in dem Roman von Gabriel García Márquez, 100 Jahre Einsamkeit. Und dort wurde Leipzig benannt. Dann habe ich recherchiert und entdeckte ich, dass Leipzig eine sehr hochkulturelle Bedeutung in der modernen Geschichte Deutschlands hätte. Und da ich sehr interessiert an Philosophie war, und dann wusste ich, dass er Nietzsche studiert hat, dass Goethe war. Und irgendwie war ich von der Geschichte Leipzig fasziniert. Großer Zufall. Mein Papa hatte hier Bekannte, Verwandte und Freunde. Und da wurden wir zum ersten Mal im 1997 nach Deutschland eingeladen zum Besuch. Und da hat Deutschland mich einfach inspiriert. Deutschland als Land hat mir so gut gefallen. Und meine erste Stadt war Leipzig natürlich. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, ich komme wieder. Damals wie heute ist aller Anfang schwer. Eine neue Stadt, eine neue Kultur, eine neue Sprache. Selbst das deutsche Wetter sorgt am Anfang für manch unangenehme Überraschung. Und dann war ich hier in Leipzig am 7. März. Und zwei Uhr früh in den Morgen, schlecht gekleidet, das war 6 Grad minus, ist das erste Mal, was ich wusste, wie die Kälte war. Das war grauenvoll. Irgendwann habe ich nicht mehr die Füße gefühlt. Aber es ging. Dann habe ich fast 2 Tage geschlafen. Es war Winter, das war 28. Februar. Und stand da allein mit einer Tasche. Das war überhaupt nicht leicht, weil ohne Sprache und ohne Freunde, okay, ich hatte Freunde, aber die waren natürlich auch keine Studenten. Eine große Hilfe, das war zuerst Volkshochschule, da wo ich in Deutsch angefangen habe zu studieren. Und das war ein bisschen leichter. Da waren fast alle Studenten. Diese Information, wie man anfängt und wann geht es los, war leichter zu finden oder war leichter zu hören. Das Akademische Auslandsamt bietet den internationalen Studierenden besonders in der Anfangsphase des Studiums Hilfe und Orientierung. Es fördert mit speziellen Angeboten eine schnelle Integration in und um den Studienalltag. Wir haben ja jedes Jahr diese Willkommenswoche zum Wintersemester, wo die neuen Studenten immatrikuliert werden. Das sind im Schnitt 800, die für dieses Semester dann kommen. Und dort haben wir ein Rundrumprogramm, will ich jetzt mal so sagen. Die Studenten haben die Möglichkeit, diese ganzen Behörden Sachen bei uns zu erledigen.
Sie können ein Konto abschließen, Sie können sich Krankenversicherung. Es gibt ein sehr schönes kulturelles Programm. Man zeigt in der ersten Woche im Prinzip ganz grob, wie es abläuft. Auch in den 80er Jahren gab es einen engen Kontakt zu den internationalen Studierenden. Allerdings streng nach staatlichen Vorgaben. Die Beobachtung von Leistung und Verhalten standen im Vordergrund. Ungenügende Studienergebnisse oder Disziplinverstöße konnten zur Ausweisung aus der ehemaligen DDR führen. Sabine Klimmig war eine der Betreuerinnen im Direktorat für internationale Beziehungen. Sie erinnert sich. Sie kamen zu uns und wir haben sie eingeschrieben wie heute. Wir haben sie dann zu den Behörden geschickt, damit der Stempel verändert wird. Und sie sind dann in die Seminargruppe gekommen. Und in den Gruppen sind sie natürlich aufgeklärt worden, wie der Stundenplan ist und was sie alles machen müssen. Es war sehr enges Netz eigentlich. Sie konnten da nicht einfach nicht gehen oder gehen. Also da stand immer der Stipendiengeber dahinter. Sie durften keine Kinder kriegen, die Frauen. Wenn sie in der Zeit ein Kind bekommen haben, da hat man sie nach Hause geschickt und die kamen dann nicht wieder zum Studium. Und wir haben in einigen Fällen auch helfen können, wenn der Mann zum Beispiel auch hier war, dass wir dann über langen Kampf und lange Gespräche erreicht haben, dass sie dann doch hier bleiben konnte und so. Aber das waren eben Ausnahmen. Also erstmal, da war ich bei Frau Otto und sie hat mir alles erklärt, wie das alles abläuft. Sie hat mir ganz viele Formulare, ganz viele Broschüre gegeben, wohin ich gehen soll, wie ich mich bewerben soll. Sie hat echt versucht, das langsam zu sprechen, deutlich zu sprechen. Und wie gesagt, sie hat mir auch wiederholt, Elina, wenn du Hilfe brauchst, komm einfach zu uns und frag uns, wenn du was nicht verstehst. Ja, das war super Hilfe. Ein wichtiger Punkt ist sicherlich, dass zum Anfang des Semesters, also für die Erstsemester, was geschaffen wird oder geschaffen worden ist, dass die sich erstmal aus dem Heimatland kommt, hier zurechtfinden, so ein paar ganz einfache, profane Sachen, aber auch Ansprechpartner am Institut zu finden. Also wir versuchen das innerhalb der Universität zu verknüpfen, aber auch außerhalb der Universität. Das Akademische Auslandsamt ist auch Ansprechpartner und Wegweiser für internationale Doktoranden. Die angehende Doktorandin Anait Babayan aus Armenien vertraut auf diese Unterstützung. Mein erster Kontakt mit Universität Leipzig war durch Akademische Auslandsamt und durch Frau Klimek. Und ich bin sehr froh, dass alles sehr positiv für mich war, ab Anfang an. Über den Schreibtisch hinaus entstehen zwischen Betreuer und Student manchmal auch Freundschaften. Eine Verbindung, die vor der politischen Wende unmöglich schien. Was manchmal etwas kompliziert war, wir haben Kontakt mit den Studenten gehabt, wir haben guten Kontakt mit denen gehabt, aber wir durften nach Feierabend keinen Kontakt pflegen mit den ausländischen Studenten. Und wenn man das gemacht hat, da hat man Ärger bekommen. Das war vielleicht anders und das haben natürlich unsere Studenten nicht verstanden, wenn sie uns in der Stadt getroffen haben und sich freuten und mit uns vielleicht noch was unternehmen wollten, Kaffee trinken, mussten sie sagen, nein, ich habe keine Zeit oder so. Und daran habe ich mich eigentlich nicht so richtig halten können. Das fand ich unnötig. Bei Frau Klimme war immer offen, nicht so politisch und ideologisch orientiert. Und ich denke, sie verstand besser die Veränderungen der neuen Lage. Ich habe versucht, sehr, sehr viele mit den deutschen Studenten zu arbeiten, damit ich meine Sprache immer verbessere. Das war mein Ziel, Deutsch zu sprechen. Und dann verstehst du die Kultur besser, die Leute besser. Genau mit den Leuten hier aus Deutschland, aus Leipzig ist es besser, wenn du mit denen zusammenarbeitest oder zusammen studierst oder zusammen ausgehst. Dann bist du mehr, da weißt du, wie das alles abläuft. Ja. Erste Jahre war richtig problematisch, aber nicht erste Jahre, ich kann sagen nur erste ein paar Monate. Und dann, als ich angefangen habe, Deutsch zu sprechen,
habe ich dieses Gefühl nicht mehr gehabt. Sehr schnell habe ich gefühlt, dass Leipzig ist meine Stadt, ich wohne hier, keine Probleme. Der Ort, wo man das begann zu machen, war hier in der Moritzbastei. Ich denke, nach 2 Monaten, als man schon die ersten Strukturen der deutschen Sprache beherrscht hat und man auch die Angst verloren hat, dann ist begann, Kontakte mit deutschen Studenten zu haben. Das ist eine Frage der eigenen Initiative. Nach 2 Bier, dann konnte man besser reden und irgendwie hat die Hemmung verloren. Bevorzugt erhielten ausländische Studierende in der DDR einen Studienplatz, wenn sie aus sozialistischen Staaten oder aus Entwicklungsländern kamen. Ab 1982 nahm die Karl-Marx-Universität verstärkt Studierende aus kapitalistischen Ländern auf. Mit den kommerziellen Verträgen beabsichtigte die DDR eine verbesserte Devisenbilanz. Kommerzstudenten, das heißt, es gab in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, schon Studenten, wo die Eltern das Stipendium zahlten. Diese wurden etwas besonders behandelt und sie kamen zu uns und haben Forderungen gestellt. Sie wollten Einzelzimmer haben, sie wollten ein Telefon im Zimmer haben, was wir manchmal nach Jahren noch gar nicht bekommen hatten. Die haben einen Fernseher haben wollen und haben also wirklich sehr viele Forderungen gestellt. Und es kam da immer mal zu Problemen und es hat viel Ärger gemacht bei den Deutschen und auch den anderen ausländischen Studenten, sodass die sich gar nicht so gut integrieren konnten. Die wurden abgelehnt, obwohl das ganz normale junge Männer und junge Frauen waren. Die ISW, Internationale Studentische Woche, ist eine große kulturelle Veranstaltung und große interkulturelle Veranstaltung, in dem viele ausländische Studierende mit deutschen Studierenden zusammenkommen. Und die ISW ist dafür da, diese Ängste abzubauen zwischen ausländischen Studierenden und deutschen Studierenden und gleichzeitig mit den Studierenden an sich und mit den deutschen Bürgern. Letztes Jahr haben wir ganz viele Podiumsgespräche organisiert oder Referate, verschiedene Themen. Zum Beispiel Aziz hat über syrische Gedichte vorbereitet. Ich habe einen Künstler aus Berlin eingeladen, der sein Buch präsentiert hat über Uganda. Und natürlich auch mit Verbindung mit den deutschen Studenten, weil die haben auch ganz, ganz, ganz viel organisiert. Und wir waren sozusagen Partner, also wir haben dann alles zusammen gemacht. Ja. Die Universität Leipzig und das Akademische Auslandsamt kooperieren mit verschiedenen ausländischen Studenteninitiativen. Viele Studierende nutzen diese Chance. Sie kommunizieren ihre Interessen und Rechte gemeinsam nach außen. Dadurch entwickeln sie ihre eigenen Stärken im Team weiter. Die bekannteste Vertretung ist das Referat ausländischer Studierende. RAS, das ist Referat ausländischer Studierende. Und ich freue mich sehr, dass ich ein Jahr das gemacht habe. Da bist du sehr viel mit ausländischen Studierenden verbunden und auch mit den Deutschen, weil du arbeitest zusammen mit Stucha. Du triffst auch ganz viele Studenten. Du redest mit denen über die Probleme, die Studenten haben, die du selber gehabt hast. Deswegen habe ich mich auch sofort beworben, weil ich dachte, okay, du bist die Richtige, die, ich glaube, die Probleme, die jetzt ausländische Studierende haben, hatte. Es sind halt 3 Orte, wo die ausländischen Studierenden unbedingt hin müssen. Also Ausländerbehörde, Akademische Auslandsamt und Studentenwerk. Die 3 Stellen sind die wichtigsten für die ausländischen Studierenden. Wir arbeiten daran, halt, dass wir die 3 Ämter zusammenbinden mit uns. Also wenn sie halt mit ihrem Zulassung was haben oder mit dem Studium halt im Allgemeinen. Eine unabhängige Organisation für ausländische Studierende gab es in der DDR nicht. Bestehende Vereinigungen unterlagen der Aufsicht der Universität und hielten sich an die kommunistischen Vorgaben. Das Internationale Studentenkomitee der Universität Leipzig beschränkte seine Arbeit überwiegend auf folkloristische Aktivitäten. So gehörte das Ensemble Solidarität mit seinen 150 internationalen Studierenden zu den bekanntesten Folkloregruppen der DDR. Da muss ich sagen, dass das für die Studenten schon ein bisschen Heimat war. Manchmal waren in diesem Ensemble 300, 400 Leute. Die haben jedes Jahr ein Probelager gemacht, die haben
tolle Programme aufgeführt. Die waren in der Stadt präsent. Wir haben sogar auch in Berlin sind sie aufgetreten. Und das war so ein Höhepunkt für die Studenten. Das waren eben richtig Feste, auch Weihnachtsfeiern, arabischer Abend, wo die Studenten gerne hingingen. Mit der politischen Wende entstand das unabhängige studentische Ausländerreferat. Eduardo Pastrana ist Mitbegründer des RAS und erinnert sich. Die deutschen Kommilitonen begannen den Stura zu gründen. Parallel, wir begannen den ISK umzuwandeln. Und begannen wir dann die Diskussion mit dem Studentenrat zu führen, dass wir ein Referat im Rahmen des Stura sein können, aber mit einer gewissen Unabhängigkeit. Anfang der 90er Jahre verstärkte sich die Ausländerfeindlichkeit. Das Referat ausländischer Studierende stellte sich dieser Problematik im öffentlichen Diskurs. Mit Hilfe der deutschen Studenten, wir begannen in die Öffentlichkeit zu gehen. Dann hatten wir Gespräche mit der Polizei, mit dem Bürgermeister damals, mit den politischen Parteien, die entstanden sind, mit der Presse. Und dann die Frage, Gewalt zu vermeiden, war unser Ziel. Dann musste man aufklären, debattieren, diskutieren. Und das war eine Frage, die uns jahrelang beschäftigt hat. Im Jahr 2005 gründeten Promovierende mit der Unterstützung des Akademischen Auslandsamtes die Internationale Doktorandeninitiative. Sie bietet allen Promotionsneulingen einen Einstieg in den Doktorandenalltag. Wir organisieren interkulturelle, soziale Veranstaltungen, wo Doktoranden einfach zusammenkommen. Zum Beispiel haben wir Länderabend, Workshops, Diskussionabend, machen wir viel Exkursionen in Deutschland oder in Außendeutschland auch. Das hilft einfach internationalen Doktoranden, einander kennenzulernen. Eine sehr gute Universität, sehr gute Professoren. Du hast eine tolle Möglichkeit, hier mit den Professoren zu reden. Du hast Sprechstunden und in den Sprechstunden, du kannst einfach alle Fragen stellen, die du dann beim Seminar oder bei der Vorlesung nicht verstanden hast. Was ich auch sehr gut finde, E-Mail zu schreiben, das gab es bei uns sowas nicht. Wir haben immer Kolloquiums, Seminars und wir präsentieren unsere Topics und unsere Themen und bekommen wir immer gute Kommentare, Fragen, dass unsere Arbeit, wie unsere Arbeit verbessern können. Du hast Bibliothek, Campusbibliothek, die 24 Stunden geöffnet ist. Du hast Mensa, wo du schön essen kannst. Du kannst Sport treiben. Du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten als Student. Mit der politischen Wende standen viele ausländische Studienplätze auf der Kippe. Den Studierenden aus sozialistischen Staaten drohten Studienabbruch oder Ausreise. Gleichzeitig flohen viele kurz entschlossen in die alten Bundesländer. Ihre Zukunft war zunächst ungewiss. Das war dieses Vakuum zwischen dem Mauerfall bis zum Wiedervereinigung. Niemand hat sich verantwortlich gefühlt, wie man Ordnung gewährleistet. Ganz schlimm traf es natürlich auch die Doktoranden, die ihre Professoren hatten, die dann nicht mehr da waren. Und die anderen haben gesagt, tut mir leid, ich habe da keine Zeit, das zu machen. Und wir mussten da wirklich kämpfen, dass diese Doktoranden Vertrauensschutz erhielten und man ihnen in einer angemessenen Zeit dann die Möglichkeit gab, zu promovieren. Als dann die Wende war und diese Länder zum Teil auch nicht wussten, wie es jetzt weitergeht, haben sie zum Beispiel ihre Studenten abgezogen. Das war also mit Kuba so. Die sind also bei Nacht- und Nebelaktionen geholt worden. Und Korea, das habe ich erst jetzt vor ein paar Monaten erfahren, wurde ja auch Nordkorea abgeholt. Und das hing sogar mit einer Feier zusammen. Dort haben die Nordkoreaner Kulturprogramm wie die anderen auch gemacht und haben eben die Einigung auch angesprochen. Und am nächsten Tag sind die mit dem Bus alle abgeholt worden. Und keiner wusste, warum die auf einmal weg waren. Ja, und von dem haben auch nie wieder was gehört. Und das waren schon Sachen, die uns zu schaffen gemacht haben. Die andere Frage, das war mehr materiell, mehr existenziell, nicht so politisch. Und war, okay, was wird mit den 8000 ausländischen
Studenten, die von der DDR Stipendien bekommen haben. Und das war die große Verhandlung. Und die Entscheidung war, dass der DAD hat sich als Nachfolgeinstitution bereitgestellt und für das Ende des Studiums diese 8000 Studenten das Stipendium zu garantieren. Und das war eine große Anerkennung, eine große Verantwortung, wie diese Nachfolgefrage geregelt worden ist. Der Deutsche Akademische Austauschdienst bietet auch heute noch umfangreiche Förderprogramme für deutsche und ausländische Studierende. Jährlich vergibt der DAAD insgesamt bis zu 90 Millionen Euro an internationale Studierende. War es ein Hobby und ich freue mich, dass ich in der ganzen Welt Kontakte habe. Und wenn ich Weihnachten so 130 E-Mails bekomme, wo man mir ein schönes Weihnachten wünscht, dann ist das was Schönes und bis zum März habe ich es zu tun, dann diese E-Mails zu beantworten. Es gibt so ein paar, mit denen ich heute noch im E-Mail-Verkehr bin. Wir regelmäßig telefonieren oder mal so zwischendurch mal aufeinander zukommen. Leipzig ist sehr bequem und es hat viele Möglichkeiten für kulturelles Leben, für soziales Leben, für wissenschaftliches Leben. Ich liebe Leipzig mit Opera, Gewandhaus, Theater oder alles, was möglich ist. Und kein Fremdgefühl habe ich mehr. Meine Frau kommt aus Leipzig. Ich habe sie hier an der Universität kennengelernt und ihre Familie hier lebt. Wir pflegen ständig den Kontakt zu Leipzig. Und es ist eine private Angelegenheit, aber die mich mit der Stadt bindet. Und ich habe sehr gute Freunde. Meine besten Freunde sind noch in Leipzig. Als ich nach Hause kam, dachte ich mir, ich vermisse jetzt Leipzig. Ich will jetzt zurück. Das war schon ein Gefühl, ja, du bist bereit, du willst dahin, du willst zurück, du willst Leipzig, du willst Studium. Und ja, das war schon ein Gefühl. Ich fühle mich wie zu Hause.